Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Miss Survival. Ja, Folge Nummer 4. Und auf geht's zur Hauptverkehrsader. Wir stecken mal Gewehr in der Hand, ne? Ja, hier oben links, da wo das Haus ist, da sind Banditen. Da gehen wir nicht hin. Hier vorne rechts ist eine alte Polizeistation, da war ich schon gestern. Und ich gehe jetzt weiter hier Richtung Hotel, werden wir auch links liegen lassen. Das ist da ziemlich, müsste Hotel sein normalerweise. Nicht da rangehen. Tankstelle. Ja, das mal schauen. Da können wir hier mal die Autos mitnehmen, ne? Ja, so Tankbahn nicht schlecht. LKW, der ist voll bereift. Da kommen wir nicht rein. Oh, wann? Ich mit, ne? Bin nicht alleine. Da bin ich nicht alleine. Aber ich bin doch noch da, ist die Tankstelle, die Hotel. Jetzt war früher offen. Glaub aber nicht, ne? Da geht's nicht rein. Ja. Mitnehmen. Musst du so zappeln? Blut. Warst du alleine? Ah, trinken da. Schraubendreher, wo keine Ahnung, wozu gut sein soll. Hier kann man Generator anschmeißen. Ach, bestimmt mit Strom. Ja, Durst haben wir auf jeden Fall. Oh, drei Schraubenzieher, das ist ja Käse. Wo mach die hier rein? Kaffee. Drei Schraubenzieher. Mit so einem Schrank haben wir reinpacken kann. Und drei Stück. Ich kann nichts mit anfangen. Besten Fall 2. Wir haben mal richtig Tomate, wird uns nicht schlecht. Ah. Also ein Schraubenzieher hat mir gefallen. Noch ein Schraubenzieher. Das ist so gemacht. Hier geht's auch nicht raus. Alkohol, Kaffee. Wenn man das dann mitnehmen, was wichtig ist, ne? Leere Flaschen, ja, aber aktuell eher nicht. Klamotten, Stoff. Hm.
arme Sau, du. Die auch mal so enden werden. Ah, die Augen. So total genau. So. Ich gehe mal hier weiter. Bei der Polizei guck mal nach. Meistens gibt es da was zu holen. Gewehr oder Munition. Oh ja. Ein Schrot. Das ist eine andere Sorte. Dann nehmen wir das mal rein. Ja, Cola. Schraubenzieher kann man auch reinpacken. Das wäre voll. Das können wir später holen. Aber ansonsten. Bisschen Hunger da auch. Ja, ein bisschen nur, ne? Oh, oh, ja. Cold. Bisschen an den Kampf trotzdem. Oh, sieht lecker aus. Gut. Sprit wir auch drinne. Oh. Ja, gut. Können wir einen Kofferraum packen von einem Auto? Baseballschläger. Siehst du. Revolver. Kann man rein tun, ne? Zwei. Vorne. Oh, ein Tor, ne? Das ist mal ganz wichtig. Ja. Cola. Jo. Gehen wir hier weiter. Kundungstour und das. Das ist so ähnlich wie drüben. Gasflasche. Wenn ich schon mal. Glaub schon. Oder es war das gleiche. Eine Kopie. Das kriegen wir nicht mit. Ich möchte in diesem leeren Raum nicht. Da ist sogar ein Reifen dran. Oh. Gewehr können wir nicht liegen lassen. Batterien auch nicht. Die Tür ist voll, mein Problem. Oh, leere Flasche. Oh, ein Banditencamp. Kann man meistens erkennen, dass sie schön Metallzahlen umgebaut haben. Wo kam ich jetzt her? Oben, ne? Oder? In die Straße zurück. Ah, das, nun kennen wir das Gebäude schon.
Das ist auf der Seite, wo wir vorher auch waren. Also Bescheid. Wenn wir in die Richtung gehen. Aber ich bin aktuell schön voll geladen, das ist ungünstig. Hau mal ab. Ja. Wir vergeuden keine Munition. Was nicht gerade sein muss, ne? Ich ja nur, dass wir andere Zeug nicht wiederfinden werden. Bin ich alleine? Batterien, Raumzieher. Oder Tingle Shotgun, na ja, gut, da können wir auch hier lassen, ne? Wir haben schon zwei. Kipp. Flasche. Messer. Säge. Fernseher. Eine alte Kiste. Ja gut. Oh da. Hat sich verändert. Das wäre noch eine Kiste, die man aufbauen könnte, ne? Aber das Reifen müsste man bald schon zusammen haben. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist. Hauptproblem ist, glaube ich, eher. Motor? Ja, voll. Ja, jetzt eigentlich immer zurück, ne? Motor und so, das wird, glaube ich, eher schwierig. Müssen wir irgendwie gucken. Rechts ist das Motel. Dann müssen wir die Richtung laufen. Schön die Augen offen behalten, ich kann noch einen Bär rumlaufen, ne? Ist der andere See. Motel. Auspacken. Polizeistation. Banditenlager. Es wird Zeit, dass ich mir das werden wir gleich mitnehmen hier. Ja. Das wird praktisch einmal dabei haben. Auch nicht bauen.
Dann mal draußen hinstellen. Erstmal. Da schon mal richtig was. So. Wenn wir eigenes Wasser haben. Schrottteil, das können wir da oben packen. Gewehr brauchen wir nicht normalerweise. Trinken, das Auto, essen, trinken, trinken. So, hier sind Waffen drin. Das kann ich auch wieder reintun. Also Werkzeug, so Axt haben wir da. Messer kann mitnehmen. So. Pack mal aber zu. Ne, da nicht. Munition kommt dann da rein. Der Rode. Da, ne? Ah, lass mal da. Eva's voll. So. Wasser ist ja, das ist Wasser, glaube ich, unbegrenzt haltbar. Cola hat ja. Hunger haben wir aktuell nicht. Mit der Regel genügen. Durst auch nicht. So. Haben wir schon gemacht. Ist schon eine Flasche voll, wenn wir schon kriegen, wenn wir eine hätten. Mit einem Anhänger zu gehen, das ist ein bisschen blöd. Den Weg auch genug wiederholen, dann kann man sich nicht verlaufen, ne? Wenn ich einen Motor finde, geht das sofort zu der roten Kiste in der Garage. Wenn ich gerade irgendwo bin, da oben auch schon mal gewesen, ne? Ja. Ohne? Hey. Hier wäre auch ein Reifen. Einprägen. Also Reifen und Sprit wäre kein Problem. Problem ist eigentlich nur ja Motor. Gut, Zündkerze und Batterie können wir auch zerlegen bekommen. Ne? Und da haben wir noch zu wenig Äxte. Aktuell ist da noch ein bisschen mau. Tankstelle gab es ein wenig hier. Aber ganz hinten auch schon gewesen. Oh, der Typ ist weg. Bestimmt Strom machen und dann geht Tor auf. Das könnte sein. Ein Reifen. Sprit ist da drin. Oh, ein Seil.
machen da. Nee, da war die verkehrte Richtung. Da oben schönes. Grünes Land. Hier war da auch noch irgendwas drin gewesen, ne? Reingepackt. Ja. Das kann man mitnehmen. Das auch. Munition. Für Kampf ist eh nicht vorgesehen in dem Sinne. Dann muss man Munition selber herstellen können. Ich glaube, das geht sogar, wenn wir nur Ressourcen haben dafür. Ausdauer ist weg. Könnten wir auch eine Stunde hinlegen und spenden, ne? Da wäre auch gut. Das kann man machen. Auspuff. Und hier mal zumachen, ne? Ist das Stand immer wieder aufgefüllt? Was? Ist alles da? Einmal zugezogen. Was ist das? Na ja, gut, haben wir mal ein bisschen. Self-Handling. Hab keine Ahnung. Nee, set. Streichhäuser, immer gut. Wieder leer, wieder voll. Da hat sowas nicht. Das ist ein Reifen. Naja. Tag. Kundschaft. Okay. Nähzeug. Leerwand. Was da haben Neues, ne? Nehmen wir gleich trinken, ne? So.
Cola, Cola. Geht. Da war es verdorben, glaube ich. Oh. Toilette. Durst haben wir noch da, ne? Naja. Heben wir auch später, ne? Hör schon dran. Runtergefallen. Oh, wer bist du denn hier? Oh, shit. Pfeile. Was ist das? K-Druckmagazin. Das kann man irgendwo hier packen. Die muss ich natürlich nicht, ne? Messer und Pfeile, na gut. Ja. Kein Platz. Ja. Nicht fortgehen, bleib hier, ne? Also ich komme mal wieder. So. War das hier hinter? Oh. Früher gab es hier ein Sägewerk und eine Eisenschmelze. Aber Sägewerk machen wir später. Weil wir haben so viel nichts zu, nicht zum wir haben keinen Platz mehr, sagen wir so. Sie hören das. Hier wüsste ich gerne, wo es da hingeht. Aber den Haken würde ich gleich sehen. Aufmachen kann. Ich glaube ja nicht so ratsam, ne? Also da sehe ich ein. Da oben. 3, 4. Rein kommen wir aber nicht mehr raus, ne? Lassen wir sein. Wenn da keine fette Beute ist, lassen wir es lieber. Da hinten muss ich die Welt noch erst aufbauen. Temperatur? Ja, liebe Schauer, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank, dass Sie reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.